Omas Bulldogge. Es gibt die Monitore funktionieren. Bist du fertig? Du hast, was du brauchst. Soweit schon, ja. Okay, hör mal, ich verstehe, wenn du Angst hast. Ich habe keine Angst. Keiner bat mich zu bleiben. Gut, aber niemand bat dich zu gehen. Da musst du dir mehr Mühe geben. Ich könnte Hilfe brauchen. Ich brauche deine Hilfe. Wie ein Team? Klar, wie ein Team. Du arbeitest nicht gern im Team. Nein, tue ich nicht. War das so schwer? Nein. Dann mal los. Okay. Hi, hi, Domi. Er geht sich jetzt besaufen, weil er keine Schnitzel hat. Also los, dann mal rein. Vielleicht finden wir was. Ich werde mir die Haare auch so machen lassen, okay? Oh Mann. Okay, Jackie, mach ruhig. Warum nicht? Wenn sie gefällt, du, ich habe nichts dagegen. Musst ja du damit leben. Ich bin der Letzte, der Nein sagen wird, Jackie. Sicher, dass die IP da ist? Sie ist da, in den oberen Etagen. Wie kommen wir dahin? Wir nutzen die Kameras. Wo ist er? Komm schon, Mann. Ich muss ihn sehen. Hast du mich am ersten Mal nicht verstanden, oder was? Los, setz dich da hin. Ey, setz dich hin. Rüber da. Alles klar, ganz ruhig, okay. Ich sitz schon. Ja, ich sitz ja schon. Mann, ich hab weder Zeit für dich noch für die Alte. Nein, du musst dich abregen. Scheiß auf die Bitch und auf dich auch. Mann, fick dich. Ach, fick dich. Deswegen läuft nichts bei dir. Ach, fick dich. Oh, Mann. Schreib Protestlieder. Und der hier? Der Sportsmann schreibt eigene Computerviren. Alles klar. Sieh dir das an. Sie haben den ganzen Ort verkabelt. Das sind keine einfachen Gangmitglieder. Ja. Wer sind die Zähne bewaffnet? Das ist eine Festung. Wird nicht leicht, da reinzukommen. Hey, was hast du? Oh. Freestyle-Rapper. Audio-Log. Da ist der Zack, oder? Das sind die 1% der Kinder, die nie mit der Straße zu tun hatten. Ob sie programmieren können? Klar. Ihre Arbeit gesehen, solid. Aber steckt nichts weiter dahinter. Wenn die Bullen kommen, sind sie erledigt. Ich dagegen kann beißen. Ich will nicht nur. Die Bullen setzen keinen Fuß in meinen Garten. Ich muss mich nicht hinter einer Maske verstecken. Der Zack ist Kinderkram. Ich bin die Zukunft. Holy shit. Ja, schönes Bankkonto. Oh, mal den Aufzug. Dieses Handy ist einfach keine Ahnung.
Ein Gotteswerkzeug. Ich gebe nichts zu. Fickt euch einfach alle so. Don't be mad, Jackie. Kürzlich geheiratet. Gehen hier ab. Was ist das für eine Geräuschkulisse hier? Okay, unten gibt's nichts. Oh, WB-Karte. Alter Schwede. Fick dich! So, bevor ich das hacke. Ich gehe besser lieber. Schwing deinen Arsch da rein, Mann. So. Oh, verstehe. Polizeiinformant. Wir verstehen Ihre Zurückhaltung, aber Ihre Daten bringen Blum zur Strecke. Das könnte uns beiden nützen. Uns ist egal, wem die Stadt gehört. Das entscheiden Sie. Wir wollen nur das CTOS. Der Standort ausschalten. Okay, jetzt wird's immer lauter hier. Die haben hier Spaß, okay. Geile Kulisse, auf jeden Fall. Ich bin da mal weg. Alles klar, Elite. Tschü-tschü. Abgefangenes Audiolog. Einiges von den Wies ab, noch mehr von Grammar.
Ja, wenn er nicht immer dazwischen gehen würde, hätte ich den alten Sack längst kalt gemacht. Der Bug steht unter meinem Schuss. Scheiße. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Ja. Wenn ich diese Blumendaten hätte, wie ihr glaubt, wäre ich sehr vorsichtig damit. Sie sind schon Leute für weniger gestorben. Ihr haltet besser den Mund, bevor es Tote gibt. Wenn ihr noch einmal damit anfangt, schicke ich euch. Ah, ich habe zu langsam gelesen. Was? Oh, Steve, servus. Ach, du kaiserlich und königliches Schnitzel. So eine Begrüßung wünsche ich mir. Sehr gut, Steve. Sowas hört man gerne. Kam erst kürzlich aus Nebraska. Besucht Anti-Aggressionstraining. Glasschneider. Okay. No, Kamera. Hey Mann, das ist alles nur ein Missverständnis, okay? Irek hat... Yo Mann, du musst... Ach komm, das ist nur... Hey, hör mir doch zu, okay? Tschüss. Dann hacken wir mal. Revolution! Jetzt kommt er wieder mit der Revolution. Leider ist heute dein Onkel Gummifreund nicht da. Was? Wo ist er denn? Okay, das war falsch. So. So und so. Der Onkel Gummi. Oh Wunder, seine Mutter hat ihn geholt. Ah, okay. Mit dir bin ich auch zufrieden, Steve. Zuerst hier schauen. Wirklich Menschen? Und sie starben auch. Hier lebten wirklich Menschen. Zurück an die Arbeit. Alles klar. Ist das die Arbeitskleidung hier? Das CTOS ist das Beste, was Blum für Chicagos Unternehmer tun kann. Die Bullen haben jede dunkle Ecke im Auge und greifen alle kleinen Fische auf. Ich besser wissen. Mach mir die Konkurrenz vor mal. Warte, man weiß, was ich weiß. Kann, was ich kann. Setzt man sich mit ihrer eigenen Hand. Was willst du? Beobachtest du mich wieder? Ja, und willst du auch was? Mehr habe ich nicht, das ist meins. Okay. Alles da drüben gehört dir. Okay, alles da drüben. Fick dich! Ich stelle mir das so vor, wir suchen nur Leute in. Wir suchen nur Frauen in Bikinis und Unterwäsche. Verstanden? Wenn sie Interesse haben, melden sie sich bei uns. Loyal. Und du willst mehr? Vertraue mich, Mann. Wo ist meine Beförderung? Wo ist meine Beförderung? Das ist noch nicht fertig. Oh Mann, ist das cool. Loyalität. Scheiß auf Loyalität. Bringt doch nichts. Loyalität bringt mir keine Kohle, Mann. Sie bringt mir keine Kohle. Okay. So. Wie komme ich da weiter? Aha, 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 aha.
Ich esse gerade unsere Kameraden. Was, Korte? Wie kannst du es wagen? Ist gerade ein Schnitzel oder was? Hau rüber ein Stück. Okay. Ja, sehr gut. Dann Mahlzeit. Lass es dir schmecken. Da. Die IP-Adresse kommt aus diesem Raum. Da ist ein Kartenleser dran. Scheiße. Oh. Der Schlüssel ist in seiner Marke. Hör zu, dir hat keiner was geklaut, Junge. Hol deinen Boss ans Telefon. Das wird einen Moment dauern. Dann nimm dir den Moment. Badbug, schwing deinen Arsch hier rein. Mann, ich sagte doch, du sollst das wieder zurückbringen. Würdest du... Der Scheiß bringt's nicht. Weißt du noch Grandmas Bulldogge? Die hässliche kleine Tülle? Fathead. Hey. Der kam immer angerannt, wenn man ihn gerufen hat. Aber er hat auch immer überall hingepisst. Ja, ja. Verstehst du mich? Yep. Nein, tust du nicht. Hör zu. Du verdirbst mir das Geschäft. Und was glaubst du, was wichtiger ist? Zwischen dir und dem Business. Mr. Quinn ist jetzt dran. Business. Okay. Quinn. Ich überließ Ihnen meine Waren und die Security. Und zum Dank stellen Sie meine Gästeliste. Ich lasse mich nicht ausboten. Jo, chill. So ging das nicht ab. Ich glaube, Sie missverstehen. Wir haben eine geschäftliche Kooperation. Ihre Gäste sind meine Gäste. Hören Sie, wir besprechen das alles bei der Auktion. Okay? Seien Sie kein Iltis, Mr. Irak. Wo ich herkomme, haben wir die Viecher abgeknallt. Der verdammte Hampelmann kann mir mal die Eier krauen. Und was verfickt ist ein Iltis? Das ist ein Wiesel. What the fuck, man? Ich glaube, der sollte auch mal ein Anti-Aggressionstraining machen. Sonst noch was? Scheiße. Scheiße. Was für ein Psychopath. Oh, Mann. Das war's. Was zum Teufel ist ein Iltis? Was ein Wiesel? Ich weiß nicht, wie du in die Anlage kommen willst. So eine Art Wiesel. Erst recht nicht zu diesem Raum. Selbst die Sicherheitsschlösser an den Türen sind verschlüsselt. Dieser Fettsack, Badbug, der wird für mich da reingehen. Einfach so. Und warum sollte er das tun? Ich wette, ihn trennt nur ein Fehler von einer Kugel im Kopf. Und wenn er den Fehler macht, werde ich es aufnehmen. Geht nichts über Erpressung, um jemanden umzudrehen. Oh yeah. Das sieht ja hier schon viel besser aus. Omas Bulldogge. Skillpunkte, wie viel habe ich denn? Oh, 7 Stück. Das ist schön.
Damit kann man was anstellen. Aber was denn? Was stellen wir denn an? Eigentlich wollte ich auf das hinarbeiten. Aber... ich mach mal lieber das hier. Geldautomaten Hack Boost Plus. Erhöht nochmals die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten am Geldautomaten erhält. Jo. Dann habe ich da alles. Hier. Die ganzen Überwachungen, die ganzen Kameras. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Das hier Videolog. So ein lustiges Filmchen. Es wird immer komplizierter. Solange sich Damien auf die Festplatte konzentriert, kann ich Nicky finden. Er wird Fehler machen. Ich muss Geduld haben. Und als erstes brauche ich Bedbug. Oh. Einiges zu hacken hier. Bist du bei Nicky? Natürlich. Wir haben es zusammen gelesen. Alter, was ist das? Alter, was? Sie war ziemlich aufgeregt. Sie kennt dich wohl nicht so wie ich. Lass mich mit dir reden. Na. Die IP-Adresse. Ja. Da ist etwas in Rossi Fremont. Eine Art kleiner Server, versteckt hinter einer verschlossenen Tür. Und eine Armee Gangster. Jetzt weißt du, warum ich deine Hilfe brauche. Hast du einen Eingang gefunden? Ich arbeite dran. Lass mich mit Nicky reden. War das denn so schlimm? Aiden. Hey, es wird langsam. Es ist bald vorbei. Was läuft denn hier? Der Kerl redet, als wärt ihr zwei Freunde. Wir sind keine Freunde. Nicht mehr. Nicky, glaub ihm. Sein Gefasel nicht. Besorgt, dass er deine Geheimnisse verrät? Ich habe keine Geheimnisse. Ernsthaft, Aiden? Erwartest du, dass ich das glaube? Ich bin deine Schwester. Sollte meine Schwester es mir nicht etwas leichter machen? Bitte? Ach so, weil dein Freund mich festhält, soll ich es dir etwas leichter machen. Also, es klingt schlimmer, wenn du es so sagst. Oh, habe ich dir wehgetan? Ich vergesse immer, wie sensibel du bist. Na, am Wasser. Du kennst mich. Der Spaß ist vorbei. Ich hoffe, du hast einen guten Plan. Nicky übrigens auch. Dieser Damien, der sagt... Oh, Sandro, servus. Der Juke-Dredge schaut auch mal vorbei. Servus, servus. Die Sounds sind aus. Muss dich leider enttäuschen. Alles gut bei dir. Da-da-da-da. Ich will Fernsehen. Im Ernst? Ich kann alles erklären. Ich meine echt, ich habe nur im Internet gesurft und mein Kumpel schickt mir diese lustige E-Mail. Ich habe nur geantwortet. Nimm deinen Scheiß und hau ab. Sofort. Getradi. Ja, tut mir leid. I'm sorry. Apartment F. Eine Schwuchtel, aber süß. Ich würde ihn nehmen.
reichen Drogendealer, ha? Ganz kaum erwarten, bis dir einer von den Junkies die Kehle aufschlitzt und deine Leiche schändet. Oh, Zeit für eine neue Windel. Diese Filmchen sind so geil. Pass auf, wo du mit dem scheißigen Rumwege. Nicht meine Schuld. Willst du mich verarschen? Verdammt, ich will hier schlafen, ihr Penner. Ja. Ruhe da drüben. Oh, Ruhe jetzt. Er lauscht ganze Zeit. Ah, ich will hier schlafen. Ja, Mann, was spielst du da für perverse Spielchen? Watch Dogs, Watch Dogs. Da wird der Sandro scharf. Da wird er scharf. Fuck, was ist das? Das war heftig. Eine Anspielung auf Assassin's Creed. Oh Mann. Scharf wie ein Chili. Da wurde ich kurz rot, muss ich zugeben. Das glaube ich dir sofort. Der hat Namen. Oh man. Ich glaube, das ist die Wohnung von Hannibal Lecter. Du Scheiße. Okay. War's das? Gibt's keine Filmchen mehr? Schade. Ich könnte mir das stundenlang anschauen. So kleine Filmchen. Ich glaube, das ist der innere Stalker in mir. Der innere Stalker. War da was? Naja. Ich glaube, das war's. Schau nochmal hier.